Hallo und ganz herzlich willkommen zum Kultur im Kontor in der Buchhandlung Beusen und Mauke. Heute Abend wollen wir Ihnen unsere Lesetipps vorstellen. Wie immer haben wir uns schwer getan. Wir haben uns hin und her überlegt, abgewägt, verworfen, neu dazugetan. Und jetzt ist eine Auswahl zusammengekommen, die Sie jetzt wahrscheinlich für uns beide schon mal auf dem Tisch liegen sehen können. Wir freuen uns riesig. Sie können es nicht sehen, aber wir haben richtig echte Gäste in der Buchhandlung. Das ist, ich glaube, seit September letzten Jahres, seit der langen Nacht der Literatur, das erste Mal, dass wir wieder Gäste zu uns einladen dürfen. Und wir freuen uns sehr, 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 dass ein paar von Ihnen und euch das angenommen haben. Und dann will ich auch schon gleich anfangen mit meinen Büchertipps. Ich beginne mit Matthias Inar, das Jahresbankett der Totengräber. Ein wunderbarer Titel. Es gibt eine Geschichte im Buch, die auch genau so heißt. Matthias Inar ist Orientalist und Kulturwissenschaftler und hat ganz lange in Damaskus und Beirut gelebt. Das hat man vor allem gemerkt in seinem Vorgängerbuch Der Kompass. Da konnte er also wirklich aus seinem Wissen schöpfen. Er wurde vor fast 50 Jahren im westlichen Frankreich geboren, im Departement de Sèvres, die zwei Sèvres-Flüsse. Das ist sozusagen seine Westentasche und das merkt man seinem neuen Buch auch an. Der junge Anthropologe David, knapp 30 Jahre alt, lebt in Paris und hat sich vorgenommen, für seine Doktorarbeit die Landbevölkerung zu studieren, ihre merkwürdigen Sitten und Gebräuche. Und er landet in einem kleinen Dorf nördlich von Lyon, das ist ganz zufällig der Geburtsort von Matthias Inar. Und dieses Dorf heißt La Pierre-Saint-Christophe. Und die Einwohner sind ein bisschen erstaunt, was gibt es denn an ihnen zu studieren, was ist denn so besonders an ihnen, aber sie nehmen das auch so hin und finden das eigentlich auch ganz toll, dass da jemand aus Paris kommt und sich ihrer Sitten und Gebräuche annehmen will. Er kommt unter bei Mathilde, die, ich meine, sie ist Witwe, ich bin mir schon gar nicht mehr ganz sicher. Er kriegt da eine kleine Wohnung, die Katzen ziehen bei ihm ein, es ist bitterkalt im Winter, aber irgendwie findet er sich da zurecht. Der Bürgermeister, der auch der Bestatter in dieser Region ist, der nimmt sich seiner an und sorgt dafür, dass ganz viele der Dorfbewohner sich auch von ihm interviewen lassen. Und er beginnt. Er erzählt im ersten Teil des Buches in Tagebuchform, wie seine Tage verlaufen. Und wir kriegen relativ bald mit, dass er seine eigentliche Aufgabe eigentlich aus den Augen verliert. So, er lernt alle kennen, er geht durchs Dorf, es ist mühsam, sich Essen und Trinken zu besorgen. Aber irgendwie kriegt er das alles hin. Erst kriegt er ein Fahrrad und dann ein Mofa. Und Mathilde rät ihm, sich ein Auto zu kaufen. Und das tut er auch. Abends skypt er mit seiner Freundin in Paris und merkt auch irgendwie, dass das auch nicht so das Richtige ist für eine Beziehung. Und im Anglercafé lernt er die Menschen im Dorf kennen. Thomas, dem das Café gehört. Natürlich ist der Bürgermeister der Stammgast. Eines Tages stürmt eine Frau rein und regt sich wahnsinnig auf. Das ist Lucy, die Irre, die Ökobäuerin. Und er ist mitten Mang. Und ja, wie gesagt, er vergisst irgendwann, warum er eigentlich da war. Er führt zwar Interviews, er schreibt endlos mit, aber so richtig was damit machen, tut er nicht. Dann verlassen wir eigentlich seinen Tagebuchteil, nähern uns dem erzählenden Innenteil, dem Jahresbankett der Totengräber. 99 Totengräber treffen sich, saufen und fressen, und man kann es nicht anders sagen, maßlos, überbordend, übertrieben, was das Zeug hält, und erzählen sich dabei Geschichten. Und ich habe noch überlegt, ob ich es erwähne, aber jede Rezension erwähnt ist. Ich weiß nicht, was für sexuelle Fantasien Matthias Inar hat. Es geht sehr ausufernd zu und es geht auch sehr oft sehr rau und roh zu. Und viele sind da sehr autoerotisch unterwegs, das muss man mögen, vielleicht mag Mann es mehr als Frau. Ich habe irgendwann beschlossen, ich lese da einfach drüber weg, denn der Rest des Buches ist, wie schon der Kompass, ein Füllhorn an Wissen. Er schüttet uns zu mit seinem Wissen über die Geschichte dieser Region und wirklich über die Historie, und dafür hat er sich einen wunderbaren Trick ausgedacht. Er lässt Seelen wandern in einem Lebensrad. Wenn ein Mensch stirbt, dann erzählt er uns sofort, in welchen Leben diese Seele oder in welchen Verkörperungen diese Seele vorher gelebt hat. Eine war einmal eine Bettwanze, die Napoleon ins Knie gebissen hat. Und er nimmt uns wirklich mit durch Zeit und Raum. Und da ist eben dieses Lebensrad ganz großartig. Und da kann er einfach auskippen, was er weiß. Und das ist das wirklich Großartige an diesem Buch.
Zum Ende hin wird er wieder Tagebuch führen und ich kann es schon verraten, die irre Ökobäuerin, der wird er sehr nahe kommen. Aber lesen Sie selber das Jahresbankett der Totengräber von Matthias Inner. Mein zweiter Band nimmt uns ganz woanders mit hin, nämlich nach Belarus. Sascha Filipenko, der ehemalige Sohn. Sascha Filipenko ist 1984 in Minsk geboren und lebt mittlerweile in St. Petersburg. Er ist ein belarussischer Autor, der auf Russisch schreibt. Das ist nicht selbstverständlich und in seinem Buch lässt er seine Protagonisten auch darüber reden, welche Sprache sie reden und was das auch für eine politische Aussage ist, ob sie Russisch oder Belarussisch reden. Das ist ganz spannend. Denn er erzählt in diesem Buch die Geschichte von Franzix, aber er erzählt auch die Geschichte von Belarus. 1999 ist Franzix 16 Jahre alt. Er besucht eine Musikhochschule, weil er Cello spielt. Das macht er nicht besonders gut. Seine Großmutter Elvira Alexandrowna ist eine bekannte Übersetzerin und die lässt so manchen Geldschein fließen, damit ihr Sohn auch immer in die nächste Klasse kommt. Ihr Enkelsohn, Entschuldigung. Das wird ihr in diesem Sommer 1999 nicht gelingen und Franzix wird das erste Mal nicht versetzt werden und nicht weiterkommen. Aber er ist verliebt in diesem Sommer und er hat sowieso keine Lust, Cello zu spielen. Und am 30. Mai ist er mit seiner Freundin Nastja verabredet. Die beiden konnten sich nicht so ganz einigen, an welchem U-Bahn-Ausgang sie sich nun treffen werden. Und während er auf sie wartet, weil sie sich wieder mal verspätet, fängt es erst an zu regnen und dann immer mehr zu regnen. Und das Ganze endet in einem wirklich unwetterartigen Hagelschauer. Und alle in der Umgebung flüchten in diese U-Bahn-Station, die irgendwann mit mehr als 2000 Menschen vollkommen überfüllt sein wird. Und diese 2000 Menschen sind eine einzige in Panik wogende Menschenmasse. Und beim Lesen ist mir natürlich sofort Duisburg 2010 eingefallen, weil 54 Menschen zu Tode kommen und mehr als 300 verletzt werden. Dieses Unglück hat es tatsächlich gegeben. Es gibt einen wunderbaren Anhang, in der die Übersetzerin uns ganz viel erklärt, was für belarussische Leser und Leserinnen ganz selbstverständlich ist. Es werden kaum Namen genannt. Der Name Lukaschenko fällt nicht ein einziges Mal und trotzdem wissen wir alle, dass er gemeint ist. Er ist immer noch da. Er ist auch 1999 noch da. Seit 94 ist er im Amt. Franzix gerät also in diese Panik und ist einer derjenigen, die schwer verletzt ins Krankenhaus kommen und im Koma liegt und auch nicht wiederzuholen ist. Der Arzt ist da sehr robust, der erzählt Mutter und Großmutter ganz schnell, der ist hirntot, der ist Gemüse, den können Sie vergessen. Und die Mutter ist auch relativ bald bereit, sich darauf einzulassen, nur die Großmutter sagt auf gar keinen Fall. Und sie hofft auf 3 Wochen, sie hofft auf 3 Monate, sie hofft auf 6 Monate, aber er wacht nicht auf. Sie richtet sich ein bei ihm, irgendwann ist das ganze Krankenzimmer vollgepinnt mit Zeitungsausschnitten und Postern und alles, was er, von dem sie glaubt, dass er es braucht. Und sie überlegt sich, was er für Musik hören möchte, sie spielt ihm eigene Aufnahmen vor, sie liest ihm vor, sie redet mit ihm, sie streichelt ihn. Das macht alles die Großmutter 10 Jahre lang bis 2009. Und irgendwann ist sie nicht mehr da. Der Arzt, der ihn ja sehr schnell abgeschrieben hat, hat in der Zwischenzeit seine Mutter geheiratet. Es gibt einen kleinen Bruder und auch die Mutter hat ihren Sohn eigentlich abgeschrieben. Franzisk liegt nicht an Geräten, deshalb kann man nichts abstellen. Er liegt da und atmet. Es wird aufgepasst, dass er sich nicht wund liegt und die Großmutter hofft einfach und geht davon aus, das wird schon. Irgendwann kommt die Großmutter nicht mehr und einen Tag nach ihrem Tod wacht Franzisk auf. Er ist ja als 16-Jähriger ins Koma gefallen und eigentlich wacht er ja auch als 16-Jähriger wieder auf. Er braucht lange, bis er kapiert hat, dass er 26 Jahre alt ist, dass 10 Jahre vergangen sind. Und es braucht nicht lange, dass er merkt, da draußen hat sich überhaupt gar nichts verändert. Es ist alles noch genau so wie vorher. Lukaschenko ist immer noch an der Macht. Gegen die Opposition wird nach wie vor mit roher Gewalt vorgegangen. Für mich ist das ein Buch über eine tapfere Großmutter, die einfach nicht aufgibt. Aber es ist auch ein Buch über ein Land, von dem wir in den letzten Monaten sehr viel in den Nachrichten gucken konnten.
Und Filipenko gelingt es wirklich, da klug und auch mit Ironie drüber zu schreiben, mit ein bisschen Distanz. Er lebt ja in St. Petersburg, aber ein Buch mit ganz aktuellem Bezug und absolut lesenswert. Und jetzt bin ich schon bei meinem Liebling für heute Abend, Lena Gorelick, Wer wir sind. Lena Gorelick wurde 1981 in St. Petersburg geboren und ist 1992 mit ihren Eltern nach Deutschland gekommen. Vielleicht kennen Sie die Listensammlerin oder von Null bis Unendlich. Ich glaube, das sind hier bei uns ihre bekanntesten Bücher. Das ist ein autobiografischer Roman. Sie hat sich also Freiheiten gelassen, aber es ist auf jeden Fall an ihre echte Familie angelehnt. Es ist eine jüdische Familie und nach einem wirklich verabscheuungswürdigen Übergriff gegen den Vater in der Bahn beschließt der, das Land zu verlassen, das Angebot anzunehmen, dass die Familie nach Deutschland auswandern kann, weil seine Tochter in einer besseren Welt aufwachsen soll. Es gibt noch einen 8 Jahre älteren Bruder, den sie nicht sehr häufig erwähnt, aber der ist da und der hat auch so Bestand in der Familie. Dieses Buch ist ein so liebevolles und dankbares Buch an Eltern, die ihr etwas ermöglicht haben, was für sie selber gar nicht überhaupt jemals zur Debatte stand. Die beiden haben in der Sowjetunion studiert, sind beide Ingenieure, kommen hier an und finden keine Arbeit, landen in einer vollgestopften Asylbewerberunterkunft, leben, und das steht wirklich so im Buch, mit stinkenden Schwarzen zusammen und verstehen überhaupt nicht, wie man sie mit diesen Menschen zusammen in einen Flur bringen kann. Aber irgendwie, weil sie ja immer gelernt haben, mit den Umständen zu leben, arrangieren sie sich auch mit diesem Leben. Und vor allem, und das fand ich so toll, Bildung ist so, so wichtig. Lena überspringt Klassen in der Sowjetunion, das wird sie auch hier in der Bundesrepublik machen. Sie findet das ganz furchtbar, manchmal gibt sie so leere Zettel ab, damit sie endlich mal eine 5 kriegt, aber sie kriegt keine, weil alle Lehrerinnen und Lehrer wissen, die kann das. Sie wird als Streberin beschimpft und alle sagen, was ist schlimm, eine Streberin zu sein. Lerne, 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 das ist das Beste, was du machen kannst. Wenn der Vater mit ihr Bus fährt, auf den Tickets in der Sowjetunion sind immer 8-stellige Zahlen und sie muss immer Aufgaben aus diesen Zahlen machen, dass 100 rauskommt. Und das schafft sie jedes Mal. Die Frau ist einfach intelligent und sie will es eigentlich gar nicht sein. Es gibt tolle Sommer in der Datscha mit der Großmutter, da drückt sie sich natürlich wie alle Kinder um die Arbeit und auch die Großmutter sagt, du musst fleißig sein, du musst lernen, du musst Respekt haben. Die Großmutter kommt natürlich mit in die Bundesrepublik und passt hier genauso weiter auf den Lerneifer ihrer Tochter aus, hat ihre Enkelin auf, hat Angst, dass 13 Jahre Schule viel zu lange sind, wann soll sie endlich anfangen zu studieren. Und so erzählt sie wirklich aus dem Leben dieser Familie und aus dem, was aus ihr ja werden wird, nämlich eine sehr bekannte Autorin, die tolle Bücher schreibt und die nie vergisst, woher sie gekommen ist. Und ich muss jetzt einmal die Regie fragen, ob ich noch 2 Minuten habe, um ein ganz kleines bisschen vorzulesen, weil das nämlich, glaube ich, wirklich alles sagt, also auch über dieses liebevolle Verhältnis in dieser Familie und über den großen Unterschied. Ich krame nach einer Erinnerung, die alles erzählt. Bei meinem Vater war es einfach. Es ist das große und, weil wir in der Sowjetunion waren, auf keinen Fall weiche Handtuch, in das er mich wickelte, nachdem er mich gebadet hatte, nachdem er mir in Bad Witze erzählt und Lieder vorgesungen hatte. Lieder über Soldaten, die ihre Mütter und ihre Angebeteten vermissten. Andere Lieder, Kinderlieder, kannte er nicht. Und ich lernte, ohne etwas zu fragen, die Soldatenlieder zu lieben. Er trug mich in diesem Handtuch in mein Zimmer und wenn ich so durch unseren dunklen, engen Flur getragen wurde, sauber, dampfend, mit tropfenden Haaren, war ich nicht nur ins Handtuch gewickelt. Das Versprechen meines Vaters klang nach Liedern, die von Siegen und Sehnsucht erzählten, es duftet nach Seife. »Wünsch dir einfach Dampf«, rief meine Mutter, was im Deutschen keinen Sinn ergibt, was man aber im Russischen sagt. Man beglückwünscht jemand nach einem guten Bad, weil sie oder er sauber, frisch und glücklich aus der Banja kommt. Und dann gibt es in der Bundesrepublik auch Badeschaum. Das ist kaum zu glauben. Lesen Sie dieses Buch, es ist beglückend, wirklich, und es ist eine große Lesefreude. Und jetzt bist du schon dran. Wunderbar. Ich fange an mit Carol Fief, Kleine Fluchten.
Da musste ich mich erst ein bisschen reinlesen. Das ist die Geschichte einer alleinerziehenden Mutter in Frankreich, die ihr Kind sehr liebt, die aber vielleicht nicht überfordert, aber doch sehr gefordert ist durch diese Rolle. Sie ist selbstständige Grafikerin und es geht ihr alles so nach und nach verloren. Je größer das Kind wird, desto mehr Aufmerksamkeit braucht es, desto mehr Zeit braucht es, desto weniger Zeit hat sie für sich und natürlich auch für ihre Arbeit. Weniger Arbeit bedeutet weniger Geld. Sie hat zwar einen Vater, der aber nicht wirklich bemüht ist, ihr zur Seite zu stehen und auch etwas weiter weg wohnt. Über die Mutter erfährt man nicht viel. Der Vater des Kindes hat sich davon gemacht, ohne dass man weiß, wo er ist. Und sie versucht wirklich, ihr Bestes zu geben. Und sie erreicht aber den Punkt, wo sie sagt, ich kann nicht mehr. Und da kommen wir zu den kleinen Fluchten, zu den titelgebenden kleinen Fluchten. Sie verschwindet nachts. Sie legt das Kind schlafen, sie weiß ungefähr von wann bis wann es tief schläft und sie verschwindet. Sie stellt sich den Handywecker, sie stromert einfach durch die Straßen und wenn der nach einer Stunde klingelt, geht sie wieder nach Hause. Und sie macht das mit so einer Mischung aus Freude, auch ein bisschen Freude am Verbotenen, aber sie hat auch ein wahnsinnig schlechtes Gewissen, weil das Kind ja allein zu Hause ist. Und sie googelt in Foren, in Mütterforen und wird mit Shitstorm zu Ende geht. Sie wird also sehr schlecht behandelt im Netz, weil alle sagen, was bist du für eine schlechte Mutter, wie schlimm bist du, warum hast du überhaupt Kinder gekriegt? Und sie versucht im Haus mit einer Nachbarin Kontakt aufzunehmen, doch die ist ganz abweisend und sagt immer, nein, ich will nicht, ich darf nicht. Dann versucht sie, den Mann mal freundlich anzusprechen, wie man so als Nachbar im Treppenhaus jemanden anspricht. Und das kommt einem als Leserin und Leser schon so ein bisschen komisch vor. Aber auch da ist keine Hilfe zu erwarten, obwohl die ein etwa gleichaltriges Kind hat und sich die Erzählerin wünscht, dass man da sich vielleicht ein bisschen unterstützen könnte. Ihre Fluchten, ihre kleinen Fluchten werden immer längere Fluchten und immer längere Fluchten. Und es gibt einen sehr schönen kleinen Clou. Ihr Sohn wünscht sich immer die Geschichte vom Wolf und der Ziege. Und da liest sie ihm vor und diese Stücke werden immer so zwischengeschoben. Und die Ziege sagt, wie muss es einem da oben wohl sein, welche Lust im Heidekraut herumzuspringen, ohne diesen verdammten Strick, der einen dem Hals zuschnürt. Für einen Esel oder für einen Ochsen mag es in einem Gehege ja gut genug sein. Die Ziegen, die brauchen ein weiteres Feld. Und das ist so schön gemacht, weil es, je weiter sie sich entfernt, desto weiter entfernt sich die Ziege in der Geschichte auch. Und diese Ziege als Metapher für diese Mutter, das ist ganz kunstvoll eingeflochten und ganz leicht gemacht. Das ist sehr schön übersetzt, ist sehr schön geschrieben. Und nach ihrer letzten, etwas sehr ausufernden Flucht kommt sie nach Hause und sieht schon von Weitem Warnlichter und Polizei und Krankenwagen und hetzt nach Hause die letzten Meter und bricht sich durch die Sperre durch. Und was sie da erwartet, das erzähle ich natürlich nicht, denn das sollen sie ja selbst lesen. Carol Fief, Kleine Fluchten. Auch sehr dramatisch, aber ganz anders lebt die Heldin und die Hauptperson des zweiten Buches, Olivia Ruiz, in einer Nacht ein ganzes Leben. In diesem Buch geht es um Rita. Und Rita ist inzwischen verstorben und hat ihrer Enkeltochter eine Kommode hinterlassen mit farbigen Schubladen. Und in jede Schublade hat Rita eine Kleinigkeit gelegt, eine Brosche, ein Halstuch und hat zu jedem Gegenstand ein Brieflein geschrieben. Und ihre Enkeltochter setzt sich an einem Abend hin und die ganze Nacht durch öffnet sie Schublade für Schublade und nimmt die Gegenstände heraus und liest die Briefe, die Rita dazu geschrieben hat. Und wir lesen mit und erfahren so Ritas ganzes Leben. Rita ist mit ihren Schwestern geflohen von Spanien nach Frankreich, weil Ritas Eltern im spanischen Widerstand
tätig und gesucht und gefährdet waren. Und die Eltern haben gesagt, wir wollen unsere Kinder schützen und schicken sie alleine nach Frankreich. Die leben da in so einer, fast so ein bisschen so einer Wohngemeinschaft in einem großen Haus, werden etwas protegiert von einer älteren Mitbewohnerin. Und Rita hat es nicht leicht und lernt etwas später dann einen jungen Mann kennen, in den sie sich wahnsinnig verliebt. Das ist wirklich ihre ganz, ganz, ganz große romantische Liebe. Diese Liebe verliert sie wieder. Sie lernt aber jemanden kennen, der sie und ihr Kind aufnimmt und der ihr Mann und der ihrem Kind Vater ist, der sie begleitet und schützt und stützt. Sie eröffnen gemeinsam ein Café, in dem es noch viel später ganz bunt zugeht, in dem die Dorfbewohner zusammenkommen und feiern. Und als es etwas später ruhiger dann um Rita wird, weil sie älter wird, bleiben ihr doch ganz, ganz viele Erinnerungen. Und man hat so das Gefühl, obwohl es sehr oft sehr traurig und sehr dramatisch und sehr existenziell auch ist, hat sie doch ein schönes Leben gehabt. Und das Leben ist so schön, weil sie so viele tolle Menschen um sich hat. Und das macht dieses Buch auch so bunt. Ihre Schwestern, die Bewohner des Hauses, die Familie, die sie gründet mit allem, was darum ist, die Stammkunden in ihrem Café später. Das ist ein ganz, ganz schönes Buch, was man so in einem Rutsch, es ist auch nicht sehr dick, es ist sehr schmal, man kann es eigentlich auch in einer Nacht durchlesen. Und man behält so ein bisschen, trotz aller Dramatik, so ein schönes, warmes Gefühl zurück und denkt, ach Rita, schade, dass ich dich nicht kennengelernt habe. Tolle Frau. Wie hat Inga so schön gesagt, mein Liebling des Abends, Jenny O'Fill, Wetter. Und das ist meine Lieblingsfrau von allen drei Frauen, weil die ein bisschen gaga ist. Die ist Bibliothekarin in New York, aber auch nur, weil sie von ihrer Professorin protegiert wird. Die hat ihr den Job verschafft, weil sie mit ihrer Doktorarbeit nicht zurande kommt und eigentlich so ein bisschen im Leben rudert und nicht so richtig vorankommt. Aber an dieser Stelle geht es ihr gut. Und auch über ihre Professorin bekommt sie eine Stelle oder einen Minijob, in dem sie für einen Podcast die Leseranfragen beantworten soll. Und das ist ein Endzeit-Podcast, in dem es um Klimakatastrophen, um Naturkatastrophen, um apokalyptische Gedanken geht. Und je weiter sie sich damit beschäftigt und je mehr Briefe sie beantwortet, desto mehr schlittert sie so in diese Szene. Und sie wird eine ganz wunderbare Prepperin, wie man so schön sagt. Sie präpariert also ihr Leben, um für den Ernstfall gewappnet zu sein. Ihr Leben wird bestimmt durch ihren Sohn, durch ihren Mann und durch ihren Bruder, ein ehemaliger Drogenabhängiger, mit dem sie sich sehr verbunden fühlt. Und auch zwischen den drei Männern in ihrem Leben schwimmt sie so ein bisschen. Sie ist eigentlich, wenn man das so denkt, so ein bisschen konturlos, aber das macht sie gerade so spannend, weil sie überall sich so mit, wie so ein, falls Sie die Barberpapas kennen, die kann so jede Form annehmen. Und das macht sie total spannend. Man muss sich auch hier ein bisschen reinlesen, weil es in ganz kleinen, episodenhaften Stellen geschrieben ist. Und sie springt. Es sind immer nur so ganz paar Sätze und dann kommt der nächste Absatz, dann kommt ein nächstes Thema, dann kommt die nächste Person. Es wird auch nicht erzählt, wer Elia ist. Es wird von Elia erzählt und viel später weiß man, ach, das ist ihr Sohn oder Ben, ach, das ist ihr Mann. Aber wenn man sich darauf einlässt, dann ist das ganz spannend, weil es wie so eigene Gedanken sind. Die hat man ja auch nicht so ganz linear, sondern man hat ja auch mal hier ein Fetzen und da ein Fetzen und daraus bildet sich dann eine schöne Geschichte. Das Buch heißt Wetter, weil es unter anderem auch um die Klimafrage geht und sie sich viel Gedanken macht darüber, wie man leben soll, um die Klimakatastrophe zu verhindern und dazu beizutragen, dass es nicht rapide noch viel schlechter wird. Und weil aber im ganzen Buch nie, also außer jetzt mit dem Klima, aber es geht nie um Wetter. Sie hat zwischendurch eine Art Liebschaft. Und der Mann schreibt ihr in einer Widmung in einem Buch irgendwann, wir können uns erst wiedersehen, wenn das Wetter milder wird.
Und also habe ich mich gefragt, wieso heißt dieses Buch wohl Wetter? Und bin über eine kluge Freundin, die Übersetzerin ist, darauf gekommen und ich habe es mir extra aufgeschrieben. Es gibt es auch als Verb im Englischen. Nicht nur weather, das Wetter, sondern to weather. Und das heißt dann sowas im Sinn von Zähne zusammenbeißen und durch, etwas überstehen. Und das ergibt für mich dann viel mehr Sinn. Denn das tut sie. Sie beißt die Zähne zusammen und sie schlägt sich durch ihre zunehmende Angst, durch die zunehmende, auch hier schnürt sich ihr so eine imaginäre Schlinge um den Hals, weil sie Angst vor der Apokalypse und vor der Klimakatastrophe und vor dem Ende hat. Und weil sie aber sehr lustig ist, ist es auch kein böses, dramatisches Buch. Es hat ganz viel Humor, es hat ganz viel Witz, es hat ganz viel Realsatire. Es ist ganz fantastisch übersetzt. Und ist einfach ein etwas skurriler, aber sehr, sehr, sehr großer Spaß zu lesen. Jenny O'Fill, Wetter. Und jetzt hat Inga noch mal, es auch zum Wetter passt. Ja, es passt zum Wetter. Das habe ich eben auch gedacht, ja. Das ist noch mal so ein kleines Sommer-Gucci von Oliver Lück, der Strandsammler. Das ist so ein wunderschön gemachtes kleines Büchlein. Ganz, ganz schön. Ich muss mal gucken, ob ich hier jetzt auch eine Illustration finde. Ganz schön illustriert von Lena Steffinger. Und in mehreren Kapiteln nimmt er uns mit an die Nord- und Ostseeküste, so einmal von Ost nach West. Und er erzählt über Bernstein, Wattwürmer, Treibholz, über den merkwürdigen Menschenschlag im Norden. Ich weiß gar nicht, was er meint. Aber er kommt selber aus Schleswig-Holstein, deshalb darf er so über uns sprechen. Das ist wirklich so was Schönes, Kleines, mit netten Geschichten. Man lernt auch noch ein bisschen was dabei. Das Ganze macht er sehr unterhaltsam. Das passt auch noch zu einem richtigen Lesebuch, einfach mit in die Strandtasche. Man kann noch ein paar Notizen da reinmachen. Muscheln kann man nicht reinpacken. Sand sollte man nicht mitnehmen. Ich habe gelernt, Sand, wie Sand am Meer wird es bald nicht mehr geben. Darauf weist er hin, wir verbrauchen zu viel Sand. Aber Muscheln und Grashalme dürfen wir weiter sammeln. Viel Spaß damit. Und jetzt räumen wir beide schon den Platz für Anja und Beate. Es wird jetzt ein bisschen ruscheln, weil wir einmal unsere Mikros desinfizieren. Wir bitten um Verständnis. Live. Ja. Das ist auch live. So. Fertig? Ordentlich? Ich bin bereit. Ich auch. So, ich darf anfangen. Ich habe Familiengeschichten mitgebracht, habe ich festgestellt. Ganz unterschiedliche, ganz spannende. Und anfangen möchte ich mit Leila Slimani, Das Land der Anderen. Leila Slimani wird in drei Bänden das Leben ihrer Familie beschreiben. Hier ist es angelehnt an ihre Großmutter. Es geht um eine junge Frau, Mathilde, eine junge Französin, die im Elsass lebt und die Ende des Zweiten Weltkrieges einen jungen Mann kennenlernt, Amin. Amin ist ein Offizier, der in der französischen Armee dient. Die beiden verlieben sich. Die beiden sind ein ganz, ganz, ganz ungleiches Paar. Mathilde ist einen Kopf größer als Amin. Die Hautfarbe spielt natürlich auch eine Rolle. Aber sie lieben sich. Sie lieben sich und sie heiraten. Und Mathilde geht wirklich mit Amin 1947 oder 46, das weiß ich nicht mehr so ganz genau, auf alle Fälle, am Ende der Krieg ist zu Ende, geht sie mit ihm nach Marokko. Sie geht ganz optimistisch nach Marokko. Sie hat so die Vorstellung,
farbenprächtiges Land, viele Gerüche. Sie ist ganz neugierig, kommt in ein Land und ist erstmal ziemlich vor den Kopf gestoßen. Sie müssen die erste Zeit bei der Familie von Amin leben. Frauen dürfen sich nicht wirklich frei bewegen. Daran muss sie sich gewöhnen. Das ist alles für sie neu. Das ist eigentlich auch nicht das, was sie erwartet hat. Aber sie setzt ihre ganze Hoffnung in die Zukunft, weil Amin hat von seinem Vater ein Stück Land geerbt, auf dem eine Farm steht, in Anführungszeichen. Und er hat ganz, 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 ganz große Pläne. Er möchte Pfirsiche anbauen, er möchte Mandeln anbauen, er möchte experimentieren. Und sie kommen dahin und es ist ein karges Stück Land mit nicht furchtbar viel Wasser. Alles Land drumherum ist sehr viel fruchtbarer, gehört aber Franzosen. Aber die beiden lassen sich erstmal nicht unterkriegen und Amin steckt ganz, ganz, ganz furchtbar viel Arbeit hinein. Sie haben nicht viel Geld, sie müssen sparen, sie versuchen, diesem kargen Boden so viel es geht eben abzubringen. Sie bekommen zwei Kinder, eine kleine Tochter, einen Sohn. Die Tochter geht dank Mathilde auf eine französische Schule. Und da ist eben auch eine Außenseiterin. Auch Mathilde, auch Amin, sie gehören eigentlich nirgendwo richtig dazu. Sie gehören nicht zu den Franzosen, sie gehören nicht zu den Marokkanischen, zu den Marokkanern. Sie sitzen im Prinzip zwischen allen Stühlen. Das ist auch ein großes Thema in diesem Buch. Und je weiter es vorangeht, umso mehr merkt man, dass eben auch die Marokkaner selbst anfangen, sich gegen die Franzosen aufzulehnen. Also, dass sie es nicht einfach mehr so hinnehmen, als ja, letztendlich ausgebeutet, minderwertig behandelt zu werden. Ganz stark ist Amins Bruder Omar, der sich der Widerstandsbewegung anschließt. Es geht darum, es geht um den Versuch der Marokkaner, eben sich der Kolonie der Franzosen zu entledigen, also selbstständig, eigenständig zu werden. Und es geht eben auch ganz stark um die Rolle der Frau, weil Mathilde hat natürlich ein ganz anderes Rollenverständnis als zum Beispiel ihre Schwiegermutter, als zum Beispiel ihre Schwägerin und als die eben versucht, sich aufzulehnen und sich ein paar Freiheiten zu nehmen, klappt das nicht. Leila Slimani hat ein ganz süffig zu lesender Roman, der, ja, es gibt ja so Bücher, wenn man die zuschlägt, merkt man, was man da eigentlich gelesen hat und was man da eigentlich erfahren hat. Und das ist bei Leila Slimani, Das Land der Anderen, wirklich im allerpositivsten Sinn der Fall. Mein zweites Buch, ganz anders. Roberto Camuri, Der Name seiner Mutter. Das ist ein karges Buch. So karg wie das Land bei Slimani, so karg ist, wie Camuri erzählt, so wortkarg sind auch die Personen in diesem Buch. Worum geht es? Pietro wächst bei seinem Vater auf in einem kleinen 5000 Seelen Dorf in der Emilia-Romagna. Die Mutter hat die Familie kurz nach der Geburt von Pietro verlassen und man wird nicht erfahren, warum sie das getan hat. Die Mutter spielt, ja, wenn man so will, eigentlich immer eine Rolle, aber sie spielt auch keine Rolle in dieser Familie, weil man spricht nicht über sie. Erst ganz zum Schluss, im 12. Kapitel wird man erfahren, wie sie heißt. Mehr erfährt man über diese Frau nicht. Auch ihre eigenen Eltern, die sich liebevoll um Pietro kümmern, auch die erzählen ihm nichts über seine Mutter. Es gibt ein Bild, auf dem sie zu sehen ist,
Aber Pietro wird nicht viel über seine Mutter erfahren. Sein Vater, Ettore, ein arbeitsamer Mann, aber ein sehr wortkarger Mann, der eigentlich auch wenig findet, worüber er sich mit seinem Sohn unterhalten kann. Die beiden wissen nicht so wirklich viel miteinander anzufangen, aber er bleibt bei ihm, er erzieht ihn, er tut sein Möglichstes. Und Roberto Camuri hat dieses Buch in 12 Kapiteln geschrieben. Das sind so kleine, das ist ja nicht dick, dieses Buch. Das sind so kleine, kurze, knappe Kapitel. Und man begleitet Pietro, bis er selber Vater wird. Also das ist eine relativ lange Zeitspanne, die in diesem Buch behandelt wird. Und am Anfang dachte ich, das ist spröde, das ist, ich weiß eigentlich gar nicht so richtig, was ich damit anfangen soll, aber das ist so ein ganz nachhaltiges Buch, weil diese Geschichte an sich, diese Mutter, warum die Familie verlässt, diese Vater-Sohn-Beziehung, da steckt ganz, ganz, ganz viel drin und ich finde, das ist ein ganz wunderbares, wertvolles, kleines, schmales Buch. Roberto Camuri, der Name seiner Mutter. Jo, mein drittes, Manuela Golds, Sturmvögel. Das ist so ein Buch zum Weglesen. Das ist so ein Buch, da geht, was bei Roberto Camuri spröde, wortkarg ist, hier ist ganz viel Empathie, hier ist ganz viel Familienzwist, hier ist ganz viel Liebe, hier ist alles drin, was Familie so ausmacht. Die Hauptperson ist Emmy. Emmy ist 87 Jahre alt und blickt auf ein sehr bewegtes Leben zurück. Sie ist 1907 geboren auf einer kleinen, auf einer kleinen Nordseeinsel. Ihr Vater hat spät geheiratet. Es kommen keine Söhne, es kommen 4 Töchter. Das sorgt schon mal bei den Inselbewohnern sie bemitleiden ihn sehr. Aber die Familie ist glücklich. Der Vater ist Walfänger. Sturmvögel, habe ich gelernt, nennt man die zurückkommenden Walfänger, wenn sie wohlbehalten wieder zurückkommen von ihrer langen Fahrt. Und eigentlich ist alles wunderbar. Emmy darf in die neu gegründete Inselschule gehen. Sie findet das ganz toll. Und sie haben ein gutes Leben, weil der Vater eben als Walfänger durchaus, in Neudeutsch gut verdient. Und eigentlich wäre alles ganz toll. Dann kommt der Erste Weltkrieg. Der Vater wird eingezogen, muss die Insel verlassen. Während er im Krieg ist, bringt seine Frau einen Sohn, leider tot, zur Welt und daran zerbricht sie. Als der Vater zurückkommt, ist die Mutter gestorben. Daran zerbricht auch der Vater. Und dann stehen die 4 Mädchen alleine da und werden getrennt, werden aufgeteilt, sehen sich nie wieder. Und Emmy kommt zu einer Familie nach Berlin, in eine ganz, ganz andere Welt. Und Emmy ist eine taffe Frau, schon immer. Die lässt sich auch in dieser Situation im wahrsten Sinne des Wortes nicht die Butter vom Brot nehmen und ist lernbegierig, ist wissbegierig und sehr realitätsnah. Also sie weiß, wo sie hingehört und sie weiß, als sie sich in den Sohn der Familie verliebt, sie weiß, dass das eigentlich nicht geht. Aber als sie schwanger wird, heiratet er sie trotzdem, Hauke. Und die Ehe ist jetzt nicht wirklich glücklich, aber sie ist jetzt auch nicht wirklich unglücklich. Das große Problem ist die Schwiegermutter. Der Zweite Weltkrieg kommt, also man geht so durch bis
1994 geht es. Emmy ist in der Zwischenzeit, ich will gar nicht so viel erzählen, Emmy ist in der Zwischenzeit selber Mutter. Es gibt ein Geheimnis, dass Hilde und Otto ihre beiden ältesten Kinder im Keller entdecken. Und ja, worum es da geht, das müssen Sie einfach selber lesen. Manuela Golz hat ein, wie gesagt, ein richtig, richtig gut zu lesenden Unterhaltungsroman geschrieben, durchaus mit Tiefgang. Die Personen haben durchaus ihre Schicksale, haben ihre Lebensentwürfe, versuchen, ihr Leben zu leben, und das macht sie richtig, richtig toll. Mir hat das richtig gut gefallen, das empfehle ich Ihnen. Manuela Golz, Sturmvögel. Und jetzt darfst du. Jetzt darf ich. Ich, bei meiner Vorbereitung für die Veranstaltung hat sich ein Krimi-Schwerpunkt herauskristallisiert. Das hat sich so ergeben. Deswegen stelle ich Ihnen jetzt im Blog erstmal drei Spannungsromane vor. Denn Krimi trifft es eigentlich nicht zwingend immer so genau. Also das erste, ganz kürzlich, ganz frisch und neu erschienen, das ich Ihnen ans Herz legen möchte, ist von Beth Ann Fennelly und Tom Franklin, einem Ehepaar. Das Meer von Mississippi heißt es, ist erschienen bei Heine Hardcore. Und ich war schon so ein bisschen scharf drauf, als ich das in der Vorschau gesehen habe, weil ich fand, der Plot klang so spannend. Und es ist tatsächlich unglaublich gut. Deswegen fange ich damit auch an. Wir sind in den Südstaaten, in den USA. Es ist ein historischer Stoff. Wir sind im Jahr 1927. Und den historischen Stoff, den die beiden ausgewählt haben, ist die große Flut. Ich wusste darüber eigentlich nicht wirklich viel, aber das wird in einem kurzen, aber klaren Vorbemerkung erklärt. Also wir Leser werden super gut abgeholt und am richtigen Ort und Stelle verbracht, dass wir loslesen können. Und es war so, dass eben vom Winter 1926 bis ungefähr zum Frühjahr 1927 unglaubliche Wassermengen vom Himmel kamen. Es hat geregnet ohne Ende. Und der Mississippi, also der Pegel stieg an. Es sind der Fluss und das Land ist getrennt von Dämmen, und die Dämme drohten zu brechen, bis sie es letztlich auch taten und unglaubliche Mengen an Wasser das Land überflutet haben. Das ist sozusagen das Setting vor dem Hintergrund, die beiden Autoren die Handlung aufstellen. Und wenn wir beginnen zu lesen, hat die große Katastrophe, also die große Flutkatastrophe, noch nicht gänzlich stattgefunden. Wir sind in einem ganz kleinen, in so einer kleinen Stadt in Hobnob. Sie müssen sich vorstellen, also eigentlich regnet es wirklich die ganze Zeit. Die Böden sind aufgeweicht, die Menschen laufen in Stiefeln und waten durch Matsch und Pfützen und Schlamm, und eigentlich ist auch noch nicht die Zeit, dass die Klapperschlangen aus dem Boden kommen, aber hier und da dann doch, weil das Wasser sie aus ihren unterirdischen Höhlen gespült hat. Also das ist so atmosphärisch das, womit man es eigentlich, beziehungsweise womit unsere Figuren es hier zu tun haben. Es gibt natürlich, und jetzt sind wir beim Spannungsroman, es gibt natürlich zwei Ermittlerfiguren, die in diese Kleinstadt entsandt werden, die es nicht tatsächlich wirklich gibt, sondern erdacht ist. Sie heißen Ted Ingersoll und Ham Johnson. Und sie suchen zwei ihrer Kollegen, die auf der Suche nach Schwarzbrennern in dieser Gegend irgendwie verloren gegangen sind. Und während ihrer Ermittlungen und der Suche nach den Kollegen treffen sie auf ein Massaker. Eine Familie wurde in ihrem Haus brutal ermordet. Einzig ein Baby hat überlebt. Und einer der beiden Ermittler,
Ted Ingersoll nimmt das Kind an sich und sucht nach einer Mutter, also nach einer Betreuungsperson. Es gibt eine ganz starke Frauenfigur in diesem Roman, Dixie Clay Holliver, die das Kind letztlich an sich nimmt, die kinderlos ist, die in einer wirklich unglücklichen Ehe lebt, die leider einen recht rauen und irgendwie spröden und nicht sehr fürsorglichen Ehemann hat. Und die aber, das wissen wir Leser schon recht früh, auch Schwarzbrennerin ist. Und die, es wird natürlich so kommen, dass Ted Ingersoll und Dixie Clay Holliver sich ineinander verlieben werden, was dann irgendwie das Ganze recht kompliziert macht. Wenn es stellt sich auch raus, irgendwie muss Dixie Clay Holliver was mit dem Verschwinden dieser beiden Prohibitionsagenten zu tun haben. Was genau, das stellt sich natürlich raus, aber ich werde Ihnen das nicht verraten. Und die Handlung erscheint relativ komplex, aber man kann es super gut lesen. Und das alles spielt sich ab vor der nahenden Flut. Also man wird immer wieder zwischendrin versorgt mit Informationen aus den Radios und so, wo dann irgendwie ein Damm bricht, der allerdings so weit entfernt ist, dass das Wasser noch nicht kommt. Aber man hat so das Gefühl, es wird mehr und mehr. Es hört ja auch nicht auf zu regnen. Und ich finde diese Bedrohkulisse und doch dazu diese historische Dimension, diese wirklich vieldimensionalen Charaktere, die uns hier gezeigt werden und auch der Plot, das macht das Ganze zu einem richtig guten Stück Literatur. Das macht richtig großen Spaß, das zu lesen, und es stört auch nicht, dass dort so viel Wasser vom Himmel kommt. Also es ist überhaupt kein Problem. Dass wir das so genießen können und auch, dass die Atmosphäre so spürbar ist, das macht Eva Bonnet möglich, denn die hat es aus dem amerikanischen Englisch übersetzt. Das möchte ich Ihnen sehr ans Herz legen. Es ist gebunden, kostet 22 Euro, das Meer von Mississippi. Mit dem nächsten springen wir nach England. Kate Atkinson ist eine britische Autorin. Sie schreibt... hat schon einige Romane geschrieben, unter anderem die einer Krimiserie um einen Privatermittler, Jackson Brody heißt er. Das ist der fünfte Band, also Achtung alle, die gerne Serien lesen und von vorne beginnen. Ich habe hier nochmal den ersten mitgebracht, dazu sage ich nicht wirklich viel, aber wer das mag und wer Serien liest und vorne einsteigen möchte mit genau diesem Buch, Die vierte Schwester, im Taschenbuch erhältlich, ganz wunderbar für das Handgepäck geeignet. Wir sind jetzt beim fünften Buch. Das können Sie auch in sich alleine lesen. Es ist kein Problem. Was ich spannend fand an Kate Atkinson, es ist leider mein erstes Buch, was ich von ihr gelesen habe. Ich habe auch noch Nachholbedarf. Sie hat eine feministische Sicht, wird ihr nachgesagt. Und ich war neugierig darauf und habe deswegen angefangen, das Buch zu lesen. Wir sind in Nordengland, in einer kleinen Stadt an der Küste. Unsere Ermittlerfigur Jackson Brody hat sich überlegt, in seinem Berufsleben soll es etwas ruhiger zugehen. Also er möchte sich nicht zur Ruhe setzen, aber er hat irgendwie keine Lust, sich mit so haarsträubenden und aufregenden Fällen zu beschäftigen. Und dann landet er in diesem kleinen Küstenstädtchen, und dieses Städtchen vermittelt erstmal durch seine Idylle und Ruhe ideale Voraussetzungen, und aber natürlich gibt es einen Toten beziehungsweise eine Tote, und er wird in diesen Fall verwickelt. Natürlich wird sich mehr und mehr herausstellen, dass die Idylle dieses kleinen Städtchens keine ist. Ich war wirklich sehr überrascht,
was das für ein harter Stoff dann ist, der sich da so rauskristallisiert. Also wir haben es mit Menschenhandel zu tun, wir haben es mit Prostitution zu tun, mit Zwangsprostitution natürlich leider dann in dem Zusammenhang auch mit Kindesmissbrauch und mit organisiertem Verbrechen. Die Verbrecher werden in diesem Buch sehr genau angeschaut. Das macht es, finde ich, und das ist auch eine große Qualität des Buches, zu einem handfesten Gesellschaftsroman. Wir haben es mit drei Hauptfiguren zu tun, Tommy, Andy und Steve, die Familienväter sind, die Ehemänner sind, die in wohlsituierten Verhältnissen leben und nach außen hin erstmal überhaupt keinerlei Verdacht besteht, dass sie sich irgendwas zu Schulden haben kommen lassen. Und Kate Atkinson konfrontiert uns über diese drei mit möglichen Täterprofilen und versucht aber auch zu erklären, also wie man da so reinschlittert oder also wie es sich ergeben hat, also was für Motivationen eine Rolle gespielt haben und das fand ich wirklich ziemlich spannend zu sehen. Also da kann man auch nochmal überlegen, dass eben alles dann doch nicht so einfach ist. Und was sie aber auch macht, ist, sie guckt sich auch sehr genau die Frauenfiguren in diesem Buch an, die nämlich natürlich erstmal auch Opfer sind, aber nicht nur, denn es gibt auch Ehefrauen, die ja, also nach außen hin die glatte Fassade aufrechterhalten und aber eigentlich wissen, was los ist. Und auch die werden durch ihren Blick nicht geschont. Also das fand ich auch ganz groß, muss ich sagen. Ich neige selbst privat als Leserin nicht zu, wenn ich das vorher erahne, zu diesen Themen. Also ich mache eigentlich eher am liebsten einen Bogen darum, weil ich finde, dass das irgendwie recht schwer zu ertragen ist. Aber ich möchte Ihnen doch die Romane sehr ans Herz legen, denn man spürt, dass die Autorin hier ein echtes Anliegen hat, auch Zustände transparent zu machen, vor denen, ja, denen wir, wie ich gerade gesagt habe, dann unter Umständen auch gern mal aus dem Weg gehen. Ich finde, die Form ihrer Literatur ist eine gute Art. Also sie macht es uns, indem sie das dicht beschreibt und es sehr, sehr gut lesbar ist, auch ganz einfach da einzusteigen. Das Buch ist im Dumont Verlag erschienen. Es kostet 24 Euro. Den Text übersetzt und zugänglich gemacht aus dem Englischen hat Annette Grube. Wie gesagt, also das ist Band 5, das ist Band 1. Oft hat man ja in Band 1 nochmal die Gelegenheit, auch die Ermittlerfigur ein bisschen detaillierter vorgestellt zu bekommen. Deswegen ist es sicher auch nicht schlecht, da mal reinzuschauen. Und jetzt, und das ist so toll an diesem Krimi-Genre, es ist ja so vielseitig, jetzt haben Sie ganz viele ganz ernsthaftere Themen. Das ist ein super Buch, das macht richtig viel Spaß und es ist, also ich fand das super witzig. Also es ist ein, finde ich, ziemlich typischer Urlaubskrimi. Es steht auch Sardinien-Krimi drauf. Direkt vorne auf dem Cover, es ist ein Wildschwein abgebildet. Die Theologie des Wildschweins von Resuino Nemus, übersetzt aus dem Italienischen. Die Handlung spielt in Sardinien, in einem ganz kleinen Bergdorf. Und wenn man schon anfängt zu lesen, hat man so das Gefühl, da ist irgendwie die Zeit stehen geblieben. Da hat unsere Welt irgendwie noch gar nicht so Einzug gehalten und mir hat es so gut gefallen, gleich am Anfang, dass man so langsam da einsteigt. Das Buch fängt an, der erste Satz lautet, manchmal dachte er stundenlang über Unwichtiges nach. Das fand ich irgendwie gut, dass die Zeit dafür da ist. Und wenn wir uns anschauen, was es für Figuren gibt, es gibt zwei 12-jährige Jungen. Der eine hochbegabt, der andere
sehr still. Also er schreibt manchmal was auf, manchmal auch nur 5 Wörter. Mit dem ersten Kapitel schauen wir in seine Position. Also er ist derjenige, der leise, der manchmal oder oft stundenlang über Unwichtiges nachdenkt. Ob das dann immer so unwichtig ist, das wird sich noch zeigen. Es gibt einen Pfarrer, der die Wildschweinjagd liebt und der diese beiden Jungs irgendwie, ja, der irgendwie auf sie achtet und so seine Hand über sie hält. Und der auch ein bisschen ihre Bezugsperson ist. Es gibt natürlich gibt es einen Dorfpolizisten, der seine Arbeit so lala präzise nachgeht. Und es gibt auch eine andere Ermittlerfigur, nämlich den Vorgesetzten dieses Dorfpolizisten, der aus einer größeren Stadt kommt und irgendwie in diesem Dorf nicht so richtig angenommen wird. In diesem Dorf gibt es so eine ganz eingeschworene kleine Gemeinschaft und es ist nicht ganz leicht, dazu Zugang zu finden. Es gibt eine Bar, in der sich alle begegnen und die einen Besitzer hat, der gern und viel trinkt. Überhaupt, und das macht das Sinnliche auch an diesem Buch aus, wird gern getrunken und gegessen. Das klingt jetzt sehr nach Urlaubskrimi-Klischee und irgendwie werden diese ganzen Klischees da auch verarbeitet, aber es macht so Spaß, das zu lesen, weil es nicht so ganz nach herkömmlichem Muster funktioniert, wie wir uns das so vorstellen. Dynamik kommt in das Buch durch die Erzählung, denn die Handlung wird aus unterschiedlichen Figurenperspektiven erzählt, die immer wechselt. Das fordert uns Leser auch ein bisschen heraus. Und ich finde wirklich grandios, also Sie werden ganz schnell durch dieses Buch durchkommen, weil es auch so leicht daherkommt und es zeichnet sich wirklich aus durch diese schrägen Bewohner von diesem Dorf. Und ich finde, man merkt, dass sie so ganz liebevoll erdacht sind und in ihren Eigenschaften und Eigenheiten irgendwie so respektvoll behandelt werden. Das bringt einen zum Schmunzeln. Es kommt einem auch stellenweise wirklich sehr schräg vor, aber so ist es, glaube ich, einfach. Ne? Also in sardischen Bergdörfern, wo die Zeit stehen geblieben ist. Da gibt es das einfach. Und genau, es ist übrigens der erste Band. Im Italienischen sind schon weitere Teile geschrieben und lesbar. Also ich gehe davon aus, dass hier auch weitere Folgen werden. Von daher, ich bin sehr gespannt. Eigentlich bin ich keine Urlaubskrimi-Leserin, aber das fand ich super. Also wirklich ganz großartig. Die Theologie des Wildschweins erschien bei Eisele. Genau, jetzt gebe ich wieder ab an dich. Ja, ich habe noch ein Buch mitgebracht. Ich habe ein Kinderbuch mitgebracht, ich dachte, Sommer ist trotzdem, das hört sich nach so einer ganz leichten, schönen Sommerlektüre an. Espen Dekko hat es geschrieben. Espen Dekko ist ein Norweger, der an der Puppenspielschule in Oslo studiert hat und heute einer der bekanntesten Puppenspieler Norwegens ist. Ich dachte, das lese ich mal. Wir haben ja eine Jugendbuchabteilung. Ich lese auch immer wieder Kinder- und Jugendbücher. Und ich muss sagen, dieses Buch hat mich total berührt. Das ist, auf der einen Seite ist es eine wirkliche Sommergeschichte, auf der anderen Seite ist es eine ganz, ganz berührende, ja, auch Familiengeschichte. Also wenn wir jetzt die Kategorie, mein Lieblingsbuch heute Abend, muss ich ehrlich sagen, ist es das hier. Sommer ist trotzdem. Die Erzählfigur ist ein 11-jähriges Mädchen. Das Interessante ist, man hat keine Namen. Man hat das Mädchen, man hat Opa, man hat Oma, man hat den Papa, man hat die Mama. Und der Papa stirbt am Anfang. Und damit kommt dieses kleine Mädchen, eigentlich will sie ja stark sein und will damit zurechtkommen. Und eigentlich kommt sie überhaupt nicht zurecht. Wie jedes Jahr verbringt sie die Sommerferien bei Opa und Oma. Und Opa und Oma
Leben an einem norwegischen Fjord, ganz idyllisch, ein Haus mit rotem Dach. Wenn man die Wiese runtergeht, ist man gleich am Wasser. Und eigentlich genießt und eigentlich versuchen alle diesen Sommer, diese Ferien zu genießen, das Beste daraus zu machen, auch zu vergessen. Aber vergessen ist schwierig, weil ein toter Schweinswal wird angeschwemmt, den sie dann aber ganz liebevoll bestatten. Sie bringen ihn mit dem Boot raus aufs Meer, damit er von der Strömung erfasst werden kann und eben ins Meer treibt und nicht wieder angeschwemmt wird. Die Katze Mim bringt Junge zur Welt. Keiner weiß, wo sie sind, ob sie überlebt haben. Immer wieder, ja, gibt es so etwas Ernstes, kommt so aus dieser Sommeridylle, ja, eben diese Schwere hervor. Aber sie versuchen, Opa ist ein ganz lustiger, Oma, es gibt keinen Internetanschluss, es gibt nur ein Telefon, so schön alt, an der Wand hängend. Oma macht alles selber. Opa bastelt immer an seinem Schiff und sie darf überall dabei sein. Ja, und irgendwie ist halt immer so ein bisschen, trotz Sonnenschein, trotz gutem Wetter, trotz aller Liebe, allem Liebevollen, ist eben immer so ein kleiner Wehmutstropfen dabei. Und das Mädchen, ja, sie träumt zwar, sie hat keine Albträume, aber sie träumt von ihrem Papa. Aber sie kann nicht drüber sprechen. Und ja, dann passiert etwas. Sie fährt mit ihrem Großvater raus, mit ihrem Opa raus aufs Meer. Sie wollen Wale beobachten, das klappt auch. Sie hat einen ganz glücklichen Moment, weil ein Wal kommt so nahe ans Boot, dass sie ihn berühren kann. Dabei vergessen die beiden die Zeit und das Unwetter, das schon angekündigt worden ist, holt sie ein. Der Opa schafft es gerade noch, sie beide am Boot festzubinden und dann fällt er über Bord. Ja, und dann rettet sie ihren Opa. Sie hat ja gesehen, wie er den Schweinswal an die Bordwand gebunden hat. Mit dieser Seilwinde holt sie ihn auch wieder an Bord. Sie werden gefunden von der Küstenwache. Es geht alles gut aus. Sie liegen zwar im Krankenhaus, aber sie haben das überlebt. Und was dann eben passiert ist, endlich kann sie weinen. Endlich kann sie richtig weinen. Endlich ist sie ganz traurig. Endlich können eigentlich alle weinen. Die Mutter kommt, bringt den Teddy mit. Ja, und dann ist das doch ein guter Sommer. Das ist so ein schönes Buch. Das ist kein Buch für Trauer. Natürlich ist es auch Trauerbewältigung, aber es ist kein Buch, das einen traurig oder zurücklässt. Und der Verlag empfiehlt es ab 10 Jahren. Und ich finde, dieses Mädchen ist 11 Jahre, das ist so eine wunderbare kleine Person und so eine kleine tapfere Person. Ich glaube, da kann sich jeder ein Scheibchen abschneiden. Espen Deko, Sommer ist trotzdem. Ja, und das war's von mir. Jetzt darfst du noch mal. Wir sind schon fast am Ende. Und bevor wir uns verabschieden, möchte ich noch gerne auf zweierlei hinweisen. Zum einen nämlich, schade, hat sie nicht bekommen, auf das Buch von Uta Ruge, Bauernland heißt es. Sie war mit dem Buch nominiert für den Sachbuchpreis der Leipziger Buchmesse in diesem Jahr. Und ich finde das so toll. Also es ist ein Sachbuch, aber eine Art großer Essay, die Ich-Erzählerin dieses Essays ist Uta Ruge selbst. Sie erzählt von, sie ist, ja, wie sage ich das, wie fange ich jetzt an? Also sie ist, ihre Eltern haben einen
Ihre Familie hat einen Bauernhof, den allerdings ihr Bruder bewirtschaftet. Also sie hat beruflich einen anderen Weg eingeschlagen und allerdings der Hof blieb in der Familie. Ihr Bruder ist der Bauer dort. Und das Buch besteht aus sozusagen drei Erzählteilen. In dem einen besucht sie ihren Bruder heute und erzählt, wie er als Landwirt sozusagen heute den Hof führt. Dann gibt es aber immer mal wieder Rückblenden in ihre Kindheit, wo sie als Kind, die dort auf dem Hof aufwächst, erzählt, wie es zu dieser Zeit war. Und das verwebt sie wirklich sehr kunstvoll und geschickt mit einer Art Kulturgeschichte der Landwirtschaft, wo wir noch weiter zurückgehen in die Geschichte dieses Dorfes, wo der Hof ist, und auch dann erklärt bekommen, wie es mit der Landwirtschaft in dieser Zeit bestellt war. Und ich fand das ganz, ganz großartig. Man erfährt super viel und über Landwirtschaft, über die ja, wie sich eigentlich Dorfleben über die Jahre verändert durch unseren Umgang damit. Und irgendwie erahnt man auch Möglichkeiten, man sieht aber auch, man hat großen Einblick in das Leben von Landwirten, das wirklich auch sehr oft sehr beschwerlich ist. Und das Tolle ist, dass sie das aus der Ich-Perspektive erzählt, denn dadurch kommt man natürlich ihr und ihrer Familie und diesem Dorf sehr nah, aber ohne dass man das Gefühl hat, man ist ein Eindringling. Das ist ganz, ganz toll geschrieben, da kann man super eintauchen, finde ich. Und hat die Gelegenheit, sich wirklich differenziert und gut mit einem Thema zu beschäftigen, das eigentlich, finde ich, oft zu kurz kommt. Das ist das eine, darauf wollte ich Sie unbedingt noch hinweisen. Und das andere ist, dass wir, meine Kollegin hat das ja schon angedeutet, dass wir jetzt wieder starten, Veranstaltungen zu machen mit Publikum und auch Autoren einladen und Moderatoren einladen. Und am 24.06. haben wir Steffen Kopetzky zu Gast mit seinem neuen Buch Monschau. Das ist natürlich auch eine starke Empfehlung dadurch unsererseits, denn wir würden ihn natürlich nicht einladen, wenn wir das Buch nicht großartig finden würden. Und außerdem wird da sein Jan Ehlert von NDR Kultur. Er wird mit Steffen Kopetzky ausführlich über das Buch sprechen. Und Sie sind ganz, ganz herzlich eingeladen, vorbeizukommen. Es gibt noch ein paar freie Plätze. Wir werden allerdings die Veranstaltung auch genau wie diese heute aufzeichnen und Sie haben dann Gelegenheit, die Veranstaltung im Netz nachzuschauen. Und damit sind wir am Ende. Damit sind wir am Ende. Ja, so ist es. Ganz schnell vorbeigegangen. Ja. Wir bedanken uns. Ja, für Ihr Kommen. Und haben ja eine ganze Menge richtig schöner Bücher dabei, habe ich festgestellt. Bin auch ganz neugierig. Wir haben ja nicht alles gelesen. Und ja, wünschen einen schönen Lesesommer. Ganz viel Spaß. Ja.